Wie macht man sich eigentlich selbstständig? Sich selbstständig machen kann eine sehr gute Idee sein. Sein eigener Chef sein ist für viele eine ziemlich gute Vorstellung. Aber welche Annehmlichkeiten gibt man dafür auf? Ja, hast du das Teil schon mal hoch und runter gefahren, oder? Ah. Hier ist dein neuer Rechner. Und diesmal kein Mist gucken, ja? Gut, dass du kommst. Gut, ey. Ich habe hier einen Kunden an Land gezogen. Boah, 30 Telefonate habe ich heute schon. Ach, ja, nee, das sollten wir unbedingt machen. Ich finde, wir sollten uns persönlich kennenlernen, ja. Wisst ihr was? Ich schicke meinen besten Mann. Ich komme einfach selbst. Okay, alles klar. Ach, schön, dass du da bist. Ich habe unsere Google-Kampagne aufgesetzt. Ich sag dir, das wird jetzt richtig was. Und der Artikel in der FAZ. Ganz toll. Hast du den schon gelesen? Der wird richtig klasse. Ah, gut, dass du kommst, schau. Hier ist dein Gehaltszettel. Steuern sind natürlich abgezogen, ne? Denkst du auch noch dran, deine Reisekosten? Dass du da auch noch Geld zurückkriegst. Na komm, dann setz dich doch mal zu mir. Lass uns mal zusammen überlegen, wie wir an richtig gute Mitarbeiter kommen. Ah, hier dein neuer Firmenwagen. Tankkarte ist schon drin. Hey, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen total tollen Tag. Hey, cool, dass du da bist, Mensch. Hey, du siehst super cute aus heute. For real. Komm, lass uns mal ein TikTok-Video machen. Hier, 18 Uhr Feierabend. Machst du nur einen halben Tag? Wenn man jetzt immer noch davon überzeugt ist, dass man das alles alleine handeln kann, hilft es im ersten Schritt, einen Businessplan zu erstellen. Klingt erstmal langweilig, aber ist wirklich eine gute Hilfe und auch Selbstkontrolle. Der Businessplan umfasst nämlich genau das, was vorher andere Abteilungen für euch gemacht haben. Es geht erstmal um euer allgemeines Angebot, eure Idee, eure Dienstleistung oder Produkte, die ihr anbieten wollt. Im nächsten Schritt geht es aber auch um eine Marktanalyse. Was macht der Wettbewerb um mich herum? Es geht um eure Ziele. Wo wollt ihr sein? In welcher Zeit? Ja, also was ist die Richtung und wo wollt ihr hin? Es geht um die Vertriebs- und Marketingstrategie. Auch das ist ein Riesenthema. Es geht im Bereich Produkte auch darum, welche Lieferanten wählt ihr euch aus? Müsst ihr in Vorleistung gehen? Dann geht es um die Unternehmensorganisation, auch das Personalmanagement. Also könnt ihr das alles alleine schaffen oder braucht ihr direkt Mitarbeiter, die euch unterstützen? Es geht um eine, wichtig, realistische Risikoanalyse. Ja, also was könnte passieren und wie geht ihr dann im Zweifel damit um? Und mein Lieblingsteil, es geht um eure Finanzen. Für eure Finanzen gibt es wunderbare Excel-Tabellen. Auch da lohnt es sich immer, sehr realistisch zu sein. So, jetzt beginnt der spannende Teil und die Überlegung, wen man denn in sein Vorhaben einbeziehen möchte. Es gibt unabhängige Berater, die euch kostenfrei zu dem Thema Existenzgründung helfen. Ja, ich weiß, Berater. Wenn ihr einen Kredit braucht, dann geht ihr im nächsten Schritt zu etwa 3-4 Banken und holt euch Angebote ein. Eine wunderbare Möglichkeit ist auch der sogenannte Gründerzuschuss. Wenn ihr mindestens 12 Monate in der Festanstellung wart, könnt ihr mal zu eurem hiesigen Arbeitsamt watscheln und nachfragen, ob ihr dort unterstützt werdet. Der Gründerzuschuss ist eigentlich nichts anderes als Arbeitslosengeld. Ihr werdet nur nicht vom Arbeitsamt gezwungen, euch bei komischen Jobs zu bewerben, sondern ihr bekommt das Geld in den ersten 6 Monaten, um eure Firma zu gründen. Die müsst ihr auch nicht zurückzahlen. Es gibt aber eine Krux bei beiden Sachen, bei Banken und beim Arbeitsamt. Ihr solltet mit einer Idee kommen, die zu eurem Lebenslauf passt. Ja, also wenn ihr jetzt was ganz Neues starten wollt, was ihr noch nie gemacht habt, dann sind die da immer kritisch euren Ideen gegenüber. Was will der machen? Du, der will einen Lego-Laden eröffnen. Keine Ahnung. Es wird total großartig. Wir werden im Wohngebiet sein. Die Familien werden kommen, die Kinder an den Scheiben. Ich werde sie alle beraten. Wir können denen gute Produkte verkaufen, zu einem normalen Preis, mit Auswahl. Es wird hervorragend. Was? Ein Lego-Laden? Aber wir haben doch schon den Kaufhof in der Stadt.
Man kann also auch auf Ablehnung stoßen. Ja, dann müsst ihr mit eurem Eigenkapital ran. Dann hilft euch wieder der am Anfang genannte Businessplan bzw. euer Finanzplan, um zu wissen, ob ihr das alleine schaffen könnt. Trotzdem soll an dieser Stelle gesagt sein, habt Mut, auch wenn eure Ideen bei anderen auf Ablehnung stoßen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr daran glaubt, wird es sehr wahrscheinlich einfach gut. Wer sich selbstständig machen möchte, der darf nun endlich zum Amt. Dort könnt ihr einen Gewerbeschein beantragen. Kleiner Tipp, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Die Kosten können ganz unterschiedlich sein. Ich habe 65 Euro bezahlt, die habe ich natürlich direkt abgesetzt. Jetzt dürft ihr euch endlich mit dem wunderbaren Thema Steuern beschäftigen. Großartig. Aber nicht nur das Finanzamt, nein, auch alle anderen wollen jetzt wissen, was ihr gedenkt zu verdienen. Jetzt kommt also eine Menge Papierkram auf euch zu. Auch hier ist wieder wichtig, seid realistisch. Denn die bekommen ihr Geld sowieso von euch. In der Selbstständigkeit kommt man auch direkt an den Punkt, muss ich mich jetzt privat versichern? Wer kümmert sich um meine Rente? Glückwunsch, das dürft ihr jetzt selbst entscheiden. Gezwungen wird man zu gar nichts, aber an dieser Stelle lohnt es sich wahrscheinlich zum ersten Mal in eurem Leben, wirklich Vergleichsangebote einzuholen. Bei allem, was ich euch erzählt habe, ist es immer gut, jemanden zu kennen, der einen kennt, der einen kennt. Spezialisten sind jetzt eure besten Freunde. Ansonsten gibt es immer noch Google. Das liefert auf jeden Fall viele Antworten. Aber auch da sucht euch 2, 3 Seiten, auf denen ihr euch wohlfühlt, wo ihr gute Informationen findet und schlaut euch selbst auf. Ja, man sagt, man ist selbst und ständig. Aber es kann auch sehr viel Spaß machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit dem Thema der Vermarktung. Das wird toll. Und eins soll gesagt sein. Am Anfang kann es ein bisschen holprig sein, aber wenn man mal drin ist im Thema, findet man auch nette Leute, die einem helfen. Man muss nicht alles ganz alleine machen. Also, außer dieses Video. Das habe ich ganz alleine gedreht. For real, komm, wir machen ein TikTok-Video. Oh. Wissen Sie, wie wir es machen? Hier, ich schicke meinen besten Mann, ich komme selbst, okay? Ja, alles klar, ich freue mich. Ciao. Was? Soll ich das du reinbringen? Weil ich habe jetzt einen anderen Text im Kopf, als ich wollte. Stell. Mach so, wie du es denkst, dann wird es am besten. Das hilft nie als Regieanweisung. warte, ich denke.